Ich glaube, ihr seid mit einer guten Besetzung da und ich glaube, du selbst auch relativ motiviert, oder? Ja, sowieso in Deutschland immer motiviert. Das ist eines der wenigen Rennen, die noch übrig geblieben sind und ist ein sehr schönes Rennen, auch wenn ich das letzte Mal vor 10 Jahren hier am Start stand im U23-Rennen, aber wir sind mal gespannt, sind auf jeden Fall motiviert. Wir drücken die Daumen, das, was dabei rumkommt, Sprint oder Ausreißergruppe, was gibt's heute? Schwierig zu sagen, ne? Ich denke, wenn es wieder anfängt zu regnen und der Wind wieder ein bisschen auffrischt, dann denke ich fast eine Ausreißergruppe. Wir lassen uns überraschen, am besten sowohl als auch spannendes Rennen mit der Ausreißergruppe und am Ende vielleicht den Sprint Royal und dann drücken wir dir natürlich mit deiner Mannschaft alle Daumen im Kampf gegen André Greipel, gegen Gerard Ciolek und all die anderen. Meine Damen und Herren, das Team Blanco. Sportlicher Leiter für diese Mannschaft, meine Damen und Herren, ist Ralf Grabsch, der Nationaltrainer. Diese Mannschaft, die in Hagen zu Hause ist. Und auch hier möchten wir Ihnen die Fahrer natürlich ganz schnell vorstellen. Dritter der Bahn-Weltmeisterschaften dieses Jahres, Henning Bommel mit der 121. Gemeinsam mit Theo Reinhardt hat er die Bronzemedaille geholt. Theo Reinhardt mit der 125 hier unterwegs. Außerdem mit dabei Emanuel Buchmann, 20 Jahre, Alexander Krieger, 21, Lukas List, Dritter der Juniorenweltmeisterschaften, Florian Scheidt, 21 und Kerstin Thiele macht das Ganze komplett. Der 12. von rund um Köln des Jahres 2012, das Radnet-Rose-Team unter der sportlichen Leitung. Herzlich willkommen. Ja, Ronny, was erhoffst du heute von rund um Köln? Bei diesen 9 Bergwertungen, 4 Sprintwertungen, da geht es richtig zur Sache. Es geht also unheimlich oft rauf und runter, die schwere Rennstrecke. Wen siehst du da als großen Favorit? Ich finde, es sind ein paar Favoriten dabei, wenn die Rennfahrer ein bisschen, ich glaube, man muss sehr auf Ciolek aufpassen. Und die Deutschen strengen sich dann nicht mehr besonders an, dass der rund um Köln hat da immerhin einen schönen Namen und ist ein großes Rennen. Und ich wünsche den Rennfahrern nur allen zusammen, dass der Wettergott einigermaßen Verständnis hat und dass es nicht zu sehr regnet, dass sie gut über die Runden kommen und dass sie alles unfallfrei vorstatten geht. Das wünschen wir allen auch. Und Rudi Auti, ich danke toll heute für die Oberleitung. Die Erwartungen vor diesem Rennen, die Motivation sicherlich besonders groß, die Erwartungen auch. Ist es gleichzeitig ein bisschen eine Last, wenn man hier als hochgehandelter Favorit, als einer der Favoriten in dieses Rennen geht? Nee, man muss einfach seine eigenen Erwartungen haben, ganz realistisch sein. Mich hat leider mal wieder eine Krankheit ein bisschen ausgebremst, von daher sind die Erwartungen vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben, aber gut, grundsätzlich ist es das Heimrennen und da ist man noch zusätzlich motiviert. Ihr habt eine ganz, ganz spannende Mannschaft, international besetzt mit einigen Fahrern, die man ja im internationalen Radsport noch gar nicht so kennt, die du sicherlich auch erstmal kennenlernen musstest in diesem Team. Wie funktioniert das mit dieser Mannschaft in der Kommunikation und wie funktioniert das mit diesen ja, jungen und neuen Fahrern? Spannendes Projekt. Ja, wir sind eine bunt gemixte Mannschaft. Ich denke, das tut der Stimmung aber ganz gut und ich habe es immer gesagt, ich fahre gerne in internationalen Teams und ja, bei uns ist echt ein bunt gemischter Haufen von Kulturen und Charakteren und da fühlt man sich eigentlich ganz wohl. Dann hoffen wir, dass es auch heute so ist, dass du dich auch heute wohlfühlst bei Rund um Köln natürlich, bei deinem Rennen mit deinem Team. Radrennen dabei, bei den Rundfahrten ebenfalls. Ja, und dann kommt natürlich die Namen natürlich noch, das ist Gerard Heindrissen, das ist der Luc Lotzen, das ist der Niederländer in der Mannschaft, der Michel Koch, der ganz lange da, und da haben wir Kim Simon Notteboom,
Deine weitere Niederländer Raimund Wers, der ehemalige Bergmeister Robert Retschke, jetzt auch als Skier auf der Bahn sehr erfolgreich. Ron Pfeiffer, einer der besten Nachwuchsfahrer. Dann Thomas Schneider, auch er schon deutscher Meister vom VCS Köln. Alles Jungs, die aus Eschweiler kommen. Stolberg. Zumindest fast. Also Stolberg in Aachen ist diese Mannschaft beheimatet. Wir wünschen euch... Sportlicher Leiter für diese Mannschaft, meine Damen und Herren, ist Ralf Grabsch, der Nationaltrainer dieser Mannschaft, die in Hagen zu Hause ist. Und auch hier möchten wir Ihnen die Fahrer natürlich ganz schnell vorstellen. Dritter der Bahn-Weltmeisterschaften dieses Jahres, Henning Bommel mit der 121. Gemeinsam mit Theo Reinhardt hat er die Bronzemedaille geholt. Theo Reinhardt mit der 125 hier unterwegs. Außerdem mit dabei Emanuel Buchmann, 20 Jahre, Alexander Krieger, 21, Lukas Liss, Dritter der Juniorenweltmeisterschaften, Florian Scheidt, 21 und Kerstin Thiele macht das Ganze komplett der 12. von Rund um Köln des Jahres 2012. Das Radnet-Rose-Team unter der sportlichen Leitung von 63. Kim Gebauer mit der 163, dann Thomas Köp. Zweiter bei der Tour de Berlin. Jan Ulrich ist mit dabei mit 25 Jahren, Felix Demel. Tja, und die beiden, die die ganz große Erfahrung hier in dieses Rennen mitbringen, diese Mannschaft mitbringen. Der Mann, der unter anderem die Tour de France schon gefahren ist, Björn Schröder, 32 mittlerweile. Und tja, einer der ganz starken Australier, unter anderem mal Etappenfünfter bei der Tour de France. Herzlich willkommen from Down Under, Mr. Luke Roberts. Weltmeister und Olympiasieger, meine Damen und Herren, einer der ganz, ganz starken Bahnfahrer. Wir freuen uns immer wieder, wenn er hier bei diesem Rennen bei Rund um Köln mit dabei ist. Wünschen ihm und seiner jungen Mannschaft alles, alles Gute und eine erfolgreiche 97. Austragung von Rund um Köln. Das Team Stölting. Für Vertragssport im Bund Deutscher Radfahrer. Udo Sprenger wird also das Fahrzeug hier steuern und diese Mannschaft begleiten. Und auch die Fahrer, wenn sie hier die Einschreibung abgeschlossen haben, möchten wir natürlich ganz kurz vorstellen. Mit der 52, einer der jüngsten hier im Team, trägt die Hosen seines Teams, Cannondale. Herzlich willkommen, Michel Koch. Einer, der ganz in der Nähe hier zu Hause ist. Dann mit der 53, einer der Crosser, einer der Geländespezialisten, 24 Jahre jung, aus Stolberg, Marcel Meisen. Einer der Sprinter ist in spanischen, in baskischen Diensten seit diesem Jahr unterwegs, unter anderem Sieger der Neuseen Classic, 34 Jahre mit der 54, Steffen Radochla. Dritter bei der Trofeo Karlsruhe bei den Junioren war er, mittlerweile den Junioren entwachsen, 25 Jahre jung, Michael Weicht. Ein weiterer ganz schneller Sprinter, auch er im Baskenland sportlich zu Hause in diesem Jahr aus Deutschland kommt, der André Schulze. Vom Thiel Vorarlberg, entsandt in die Nationalmannschaft Deutschland, zuletzt bei der Aserbaidschan-Rundfahrt im Einsatz, 27 Jahre jung, Christoph Springer. Ein weiterer Crosser ist mit dabei, der amtierende deutsche Meister im Cross, Weltmeister der U23 im Jahr 2009 geworden. Herzlich willkommen, Philipp Weizleben. Und ohne Zweifel für dieses Rennen, meine Damen und Herren, der Kapitän hier auf der Straße, zuletzt bei der Türkei-Rundfahrt mit 2 Etappensiegen erfolgreich. Gewinner des Sprint-Trikots vor wenigen Tagen dort unten in der Türkei. Aber Etappensieger auch bei der Tour de France, Etappensieger bei der Vuelta, Etappensieger beim Giro d'Italia und sicherlich einer der Top-Favoriten für heute für Rund um Köln. Herzlich willkommen, André Greipel!
Da steht da einer. Oh, der will noch Gas geben.